Die Vorfreude auf Ostern ist bei vielen schon groß. Wer noch Dekor sucht, sollte die Osterausstellung im beschaulichen Schloss Burgau deshalb nicht verpassen. Bereits im Schlosshof werden die Besucher von einem bunten Strauß an frühlingshaften Ideen für die Gartengestaltung begrüßt. In den oberen Etagen des Wasserschlosses zwischen Birken, Palmkätzchen und Frühlingsblumen eröffnet sich den Besuchern dann eine einmalige Welt des Kunsthandwerks. Besonderes Augenmerk wird heuer auf zarte Pastelltöne gelegt, umrankt von fröhlich arrangierten Frühlingsboten. Wir sind ein Team von 8 Frauen, darunter eine Floristin, und gemeinsam planen wir auch die ganze Ausstellung im Vorhinein. Wir haben 80 Aussteller, das muss natürlich durchgeplant werden, und es gibt auch jedes Jahr neue Trendfarben, Trendthemen. Heuer sehen Sie vielleicht im Hintergrund ist Rosa und Pastell und die Frühlingsfarben das Trendthema. Ein echter Publikumsmagnet sind aber natürlich die tausenden liebevoll gearbeiteten Eier. Eine Vielzahl an kunsthandwerklichen Unikaten lässt die Sammlerherzen höher schlagen. Besonders hoch im Kurs liegen heuer Artikel aus natürlichen Materialien. Ideen reifen während des Jahres. Ich habe Gott sei Dank auch schon ein Forum, auf das ich zurückgreifen kann, weil wir brauchen sehr viel Dekomaterial. Wir verarbeiten Natur pur, haben 7 Anhänger voll Natur verarbeitet. Das sind natürlich von den Drachenweiden bis zu Palmkätzchen, Kirschlorbeer, dann natürlich Korkenzieher, Haselnuss. Wir haben heuer das Thema Birke gemacht und haben in einem Raum sogar einen Birkenwald aufgebaut. Den Kunsthandwerkern über die Schulter schauen und selbst mitgestalten. Auch das wird jung und alt bei Workshops im Rahmen der Osterausstellung geboten. Ein echter Geheimtipp ist das Schlossstüberl im Schlosshof. Hier genießt man in uriger Gemütlichkeit einen weiteren geschichtsträchtigen Teil des Schlosses. Ja, wir haben in den ersten 2 Jahren im Kellergewölbe begonnen, das zwar sehr groß und hoch ist, aber einfach dann doch zu eng wurde. Und jetzt haben wir die Möglichkeit seit 2 Jahren, dass wir im 2. Stock des Schlosses Burgau sind. Da ist es erstens mal heller, freundlicher, die Räume sind sehr hoch, es ist doppelt so groß und wir können auch ein gemütliches Kaffeehaus integrieren, sodass man hier auch einen Tag einmal verweilen kann. Noch bis zum 20. April dreht sich im Schloss Burgau alles rund ums Ei und kreative Gartenideen. Bei freiem Eintritt ist die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.